Ja, einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Wir sind im Wintercamping auf dem Campingplatz Auffenfeld im Zillertal. Und ich laufe hier gerade mal eine Runde. Ihr seht, ne? Sonnenschein, blauer Himmel. Schaut mal da. Ist der absolute Hammer. Hier ist dieser See. Im Sommer kann man hier schön schwimmen gehen. Also richtig, richtig cool. Ich guck mal, da hinten ist die Westernstadt. Da kann man gut essen gehen und da sind im Sommer auch viele Veranstaltungen. Dann da vorne kann man jetzt sehen, da ist so ein Reitplatz. Gehe ich nachher mit euch einfach mal hin und zeige euch da mal so ein bisschen was. Ben ist jetzt gerade dort in die Kletterhalle gegangen mit Tanja. Der geht ein bisschen klettern. Gehen wir mal hier rüber. Kann das besser von hier sehen. Da kann man wirklich komplett bis oben in die Spitze von dem Turm reinklettern. Da ist dann auch so eine Boulderhalle drin. Und ja, ich glaube, was kostet das pro Tag für die Kiddies? 12 Euro, glaube ich, kostet das für den ganzen Tag. Aber die kannst dann auch immer wieder rein und wieder rausgehen. So wie man gerade möchte. Ja, hier auch nochmal ein schöner Spielplatz. Und ich laufe jetzt gleich mal mit euch eine Runde und dann gebe ich euch mal ein paar Aufnahmen. Kann man mal ein paar Impressionen wenigstens vom Platz hier geben. Ich habe jetzt hier nicht so viel gefilmt, denn möchte ja auch ein bisschen Urlaub machen hier. Und ja, aber wie gesagt, wir laufen jetzt erstmal eine Runde und dann zeige ich euch mal so das eine oder andere. Da zum Beispiel ist noch so ein Beachcafé. Da können wir mal gerade, gehen wir mal hier schön über die Brücke drüber. Ist das nicht schön hier? Schaut hier, da hinten ist auch nochmal ein Spielplatz, da ist das Tor zu der Westernstadt. Und ja, hier ist wie gesagt das Beachcafé. Hier ist dann im Winter, wird hier abends immer schön so Stockbrot machen und sowas. Und gegrillt und also das ist richtig urig dann hier. Hier ist auch eins von den Waschhäusern dann. Das ist das Beachcafé Sanitäranlage hier. Und ja, in die Waschhäuser gehe ich jetzt nicht rein. Aber ich kann euch sagen, die sind echt super sauber. Ne? Hier das ist ganz cool. Da steht man hier so im Kreis. Da haben die von vier, glaube ich, sind das. Drei oder vier von diesen Kreisen. Und da steht man halt drumherum und hat in der Mitte sein Privatsanitär. Das heißt, man kann rausgehen und geht dann immer nur ganz gemütlich in sein eigenes Badezimmer. Man kann aber auch hier oben drinnen, kann man so Mietbäder sich anmieten. Das heißt, da ist ganz einfach, du stehst irgendwo auf dem Platz, hast dann da dein eigenes Badezimmer angemietet und musst nicht in die normalen Sanitäranlagen. Obwohl, ich muss sagen, Leute, ich schwöre euch, es ist mega sauber, super gepflegt. Es wird immer ordentlich sauber gemacht. Also ich finde es wirklich, wirklich schön. Was dann hier auch noch mal ist, hier hat man so Trampolinanlagen für die Kiddies. Im Moment ist es sogar, so viel ich mitgekriegt habe, umsonst, weil die normal kostet das im Sommer irgendwie 1 Euro. Aber da könnt ihr mal gucken. Da kann man also auch schön springen. Dann kann man sich hier im Sommer, das ist natürlich jetzt im Winter alles nicht, so Elektroautos leihen. Die Kinder, dann bauen die hier auf der Fläche so ein paar Strecken auf und dann können die hier fahren. Dann hier auch ziemlich cool, so ein Skatepark, ne? Also so, Ben ist hier auch immer gerne unterwegs mit dem Roller und dann springen die hier. Also es ist schon Wahnsinn, was die Kiddies hier so alles machen können. Dann hier haben sie einen eingezäunten Zockercourt und hier wird dann auch immer abends, dann ist immer alles hier hell beleuchtet und dann wird hier richtig schön gespielt. Und ja, die Tischtennisplatten stehen normalerweise auch da links auf dieser Fläche drauf. Hier auch nochmal, ne, so Catgas, also Go-Karts. Ja, und da hinten ist halt die Westernstadt. Und ich würde sagen, da gehen wir jetzt mal hin. Da hinten, da stehen so, ja, das ist wie Minigolf mit Billard-Kös. Das ist total cool. Ist natürlich jetzt keiner am machen, aber ich denke mal, im Sommer ist das schon ziemlich beliebt. Und hier noch der Beachvolleyballplatz und auch noch mal ein Spielplatz. Ah, voll die Sonne hier heute. Richtig, richtig
Schön heute. Und knackig kalt. Dann gehen wir jetzt mal hier Richtung Westernstadt. Was ihr da stehen seht, ist noch von Silvester. Denn hier rechts auf dem Platz, da wurde Feuerwerk gemacht. Und hier ist jetzt alles kräftig am Aufräumen. Schaut mal, da stehen die Pferde. Können sogar die Kiddies im Sommer hier reiten gehen. Auf dem Reitplatz. Hier, da, Kaninchen. Die laufen hier rum, guck mal. So ein kleiner Streichelzoo. Haben sie hier extra, damit hier keiner rein. Da sind sie. So süß, die kuscheln sich alle aneinander. Ah, die sind das echt gewohnt hier mit der Kälte. Und ja, hier ist noch ein Hahn drin, den habe ich gerade gehört. Jetzt gehen wir mal hier lang. Hier wird, wie gesagt, fleißig sauber gemacht gerade. Denn hier war großes Feuerwerk. Weil auf dem gesamten Platz ist es verboten, Feuerwerk selbst zu zünden. Nur halt hier auf dem Außenreitplatz. Was natürlich wirklich, wirklich clever ist. Denn auch zwischen den Wohnwagen und so Feuerwerk abfeuern, ist ja da nicht so clever. Ja, und hier ist dann im Sommer richtig Halligalli. Ne? Hier kannst du dann so Fotos machen. Und wir gehen hier immer gerne mal hier im Saloon White Horse mal essen. Und da kann man richtig gut essen gehen. Und hier sind dann auch viele, viele Veranstaltungen. Hier ist jetzt auch Silvester, große Silvesterparty gewesen. Also wenn ihr mal hier seid, kann ich euch nur empfehlen, hier auch mal essen zu gehen. So, und ich würde sagen, wir laufen mal in diese Richtung wieder zurück und machen mal eine Runde über den Platz. Ja, bevor wir über den Platz laufen, muss ich euch noch mal kurz hier zeigen. Ich denke mal, so die ein oder anderen Kiddies finden das jetzt hier gerade besonders cool. Schaut mal. Na, ihr? Euch geht's gut hier, ne? Ja, ich denke schon. Da sind auch noch welche. Und die übrigen Catgas haben auch einen Stall eingewintert. Naja. Aber jetzt laufen wir eine Runde über den Platz. So, jetzt könnt ihr mal sehen kurz, hier die Kletterhalle. Absoluter Hammer. Also Leute, wenn ihr ein bisschen was von haben wollt, das sind auch so Selbstsicherungsleinen. Das heißt, ihr müsst nicht hier euch selber einhaken. Ihr habt, ich weiß nicht, kann man das jetzt in der Kamera sehen, hier ist so ein Seil raufgespannt, da könnt ihr auch, wenn ihr Bock habt, komplett hochklettern. Und dann einfach euch runterhängen lassen. Und jetzt zeige ich euch noch was. Hier ist dann Umkleide. Und wenn wir hier lang gehen, dann kommen wir nämlich hier. Hier ist die Boulderhalle. Das heißt, hier könnt ihr auch komplett klettern, bouldern. Und das ist dann alles in diesem Tagespreis mit inklusive. Und ich denke mal, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Hier kann man auch ein bisschen so Extremtraining machen, ne? Die sich hier oben an die Decke hängen. Hat man auch eine schöne Aussicht dabei, direkt hier auf den See. Und ja, jetzt gucken wir nochmal hier. Von hier oben runter. Wahnsinn, ne? Ja, aber wie gesagt, jetzt laufen wir nochmal eine Runde. Und zwar ist hier noch so ein kleiner Rundweg. Es gibt auch genügend von den Hundetütchen für Hundehaufen einzusammeln. Und Leute, ich bitte euch, wenn ihr einen Hund habt und seid auf einem Campingplatz, nehmt eure Scheiße mit. Auch ich ärgere mich jedes Mal darüber, wenn ich irgendwo langlaufe und die Hundescheiße überall rumliegt. Deswegen bitte ich euch einfach, nehmt's mit. Und schmeißt dann nicht clevererweise, wie ich es auch schon gesehen habe, Leute, die Tüten mit der Hundescheiße in den Wald. Dafür gibt es Mülltonnen. Das wollte ich nur mal loswerden. Ja, wie ihr sehen könnt, hier ist so ein schöner kleiner Weg oberhalb vom Campingplatz. Ist nicht lang,
aber einfach mal hier, um so ein bisschen nach oben zu gehen. Man kann aber auch hinten, da gehen wir nachher mal hin, an der Schlittenpiste und Skipiste vom Platz, die jetzt im Moment noch nicht so fertig ist, weil wir hatten nicht so viel Schnee hier unten im Tal. Das ist jetzt so langsam erst am Kommen. Da gibt es auch einen richtig schönen Wanderweg, wo man bis hoch auf den Berg laufen kann, wer möchte. Genau, hier kann man wirklich so ein bisschen sehen, wie groß dieser Platz überhaupt ist. Also da stehen schon einige. Wir waren jetzt ja eben, da hinten ist das Beach Café und das Sanitärgebäude. Dahinter geht es dann zu der Westernstadt. Hier unten, das sind so Holzhütten, die sind verpachtet und die kann man aber auch mieten. Da hinten ist das nächste Waschhaus. Da kurz davor stehen wir jetzt mit einem schönen Ausblick da in den Berg rein. Und da nach links geht es auch noch weiter. Und da hinten kann man erahnen, da ist die Rezeption. Und wir laufen jetzt einfach mal hier rum. Ja, hier könnt ihr noch mal sehen, den Jagdhof von vorne. Doppel. Richtig schön. Heute Abend gehen wir auch wieder hier essen. Und wie gesagt, da hinten, da gehen wir jetzt dahin, da ist der Wiesenhof. Da wird jetzt in diesem Jahr, also 2020, auch noch saniert und renoviert. Da sind nämlich dann auch Apartments drin. Und dann könnt ihr da auch oben drin übernachten. Auch ziemlich schön. Hier ist auch Müllentsorgung. Gibt es zwei größere Plätze hier. Hier kann man auch, die sind auch dann so Saisoncamper gibt es, Dauercamper gibt es natürlich auch. Aber wirklich schön gemacht. Alles hier so in dem Hang drin. Da hinten ist auch das Schwimmbad. Da gehen wir jetzt mal auf der Rückseite dran vorbei. Dann ist da noch so ein Kids Club. Und wir gehen aber jetzt erstmal hier hoch. Und dann zeige ich euch mal die Rodelpiste. Hier ist auch nochmal ein Spielplatz für die ganz Kleinen. Für im Frühjahr und Sommer. Jetzt im Winter ist natürlich hier auch eher weniger los. Ach ja, richtig schön. Wie gesagt, was ich ja gemeint hatte mit dem Wiesenhof, da wird jetzt umgebaut im Laufe des Jahres. Und dann kriegt man da hinten auch in der näheren Umgebung davon, sind die Plätze dann etwas günstiger. Wegen eventuellem Baulärm. So, und hier ist dann die kleine Schlitten- und Rodelpiste. Letztes Jahr war hier komplett Schnee. Dann haben die hier so einen kleinen Schlepplift. So, und dann kann man sich hier den ganzen Berg hochziehen lassen und von oben runter rodeln. Die haben jetzt schon mit der Schneekanone beschneit, denn die Saison geht ja noch weiter bei denen. Und das ist also wirklich schön. Kiddies, die können hier umsonst fahren. Skiverleih ist auch hier auf dem Platz. Das heißt, auch wenn ihr im Zillertal oder Kaltenbach hinten Skifahren gehen wollt, könnt ihr euch die Skier auch direkt hier auf dem Platz leihen. Auch da oben schön, ne, mit dem Haus da oben drauf. Und immer wieder, egal wo du hinguckst, Berge. Richtig cool. Ja, jetzt gehen wir mal da runter. Hier ist auch nochmal ein Tennisplatz. Oder zwei Tennisplätze sind es sogar. Also auch wer Tennis spielen möchte, kann dies hier tun. Ja, und hier ganz schön so ein Kids Club. Also da kannst du auch die ist so eine komplette Kinderbetreuung mit drin. Die haben so ein klitzekleines Kino, so eine Indoor-Spielhalle. Gehe ich logischerweise auch jetzt nicht rein. Denn das möchte ich ja nicht. Ich möchte nicht irgendwelche Kinder da filmen, die da gerade am Spielen sind. Und auch hier wieder, seht ihr, da sind Hundetüten. Also Hundekot-Tüten. Hier auch super, ne? Hier ist das Schwimmbad von der Rückseite. Mit einer schönen Rutsche draußen. Da kann man auch auf jeden Fall, haben die Kinder da Spaß. Ich glaube, das ist sogar mit Zeitennahme, ne? Das ist mit Zeitennahme. Das heißt, man kann auch Wettrennen machen, also wer schneller unten ist. Und also wir finden es toll. Hier sind auch alles noch Parzellen, dass wenn noch welche spontan kommen jetzt, können die bestimmt hier auch noch hin. Und ja, sehr schön. Uns gefällt es sehr gut. Ja,
Und das ist der Eingang zum Schwimmbad. Ihr seht da oben Sauna Wellness Oase. Richtig toll gemacht da oben drin. Da kann man wirklich schön, wer es mag, in die Sauna gehen, mit den Kiddies schwimmen. Und da kann man also schon sich's gut gehen lassen. Hier ist auch nochmal Sanitärgebäude drin. Also wie gesagt, ihr habt Sanitärmöglichkeiten hier ohne Ende. Also wirklich mehr als genug. Und es wird auch ständig modernisiert. Also es ist wirklich alles sehr, sehr gepflegt. Hier könnt ihr nochmal den Supermarkt sehen. Ich gehe mit euch mal kurz so eine Runde. Hier so das Übliche, ne? Zeitungen, ein bisschen Spielzeug für die Kiddies, dann für im Sommer die Badeschlappen, Marmelade und Soßen und Nudeln und hier Getränke. Also ihr seht auch jetzt reichlich gefüllt und jetzt kommt ja das, was ich so geil finde. Ne? Schaut mal, hier gibt es immer frischen Kuchen und Gebäck. Hier auch hier Milchprodukte, Obst. Und hier gibt es jeden Morgen frische Brötchen. Und Nervennahrung darf natürlich auch nicht fehlen. Hallo. Und hier geht's zum Skiverleih. Da könnt ihr einfach hier reingehen und Snowboard, Skier, Skischuhe, was ihr haben möchtet, euch ausleihen. Hier geht es dann zum Tennisplatz. Ihr könnt sehen, Gasflaschen könnt ihr euch auch auf jeden Fall leihen. Also da, ich muss euch nur dabei sagen, in Österreich ist das Gas relativ teuer. Also ihr kostet eine 11 Kilo Gasflasche so zwischen roundabout 33 und 35 Euro. Also wesentlich teurer wie bei uns in Deutschland. Das muss also jedem bewusst sein. Es gibt aber auch für die ganzen Parzellen, also für viele Parzellen gibt es auch einen Festgasanschluss. Das heißt, man kann sich da anschließen lassen, direkt am Gas. Und das wird dann per Kubikmeter abgerechnet. Oder man hat die Möglichkeit, das geht auch, sich so eine 33 Kilo Flasche neben den Wohnwagen zu stellen. Ich nehme das Gas meistens mit, denn ich habe ja Gott sei Dank den Platz dafür. Hier sind auch nochmal so die ein oder anderen Parzellen. Und ich würde sagen, wir laufen jetzt mal Richtung unserer Parzelle, dann zeige ich euch mal, wo wir stehen. Gebäude, wo wir in der Nähe stehen. Hier ist dann auch immer, ne, überall ist Ski, so ein Skiraum drin und Komfortkabinen heißt auch. Man kann sich hier wieder da oben so ein Mietbadezimmer holen und kann dann, egal wo man hier steht, da in sein privates Badezimmer. Hier ist so ein bisschen Bauhof. Hier auch für Müll entsorgen. Auch alles immer sehr ordentlich und sauber gehalten. Richtig schön gemacht. Da ist dann die Sanitäranlage, der Eingang. Dahinter ist dann auch für die Chemietoilette. Hier sind dann auch Komfortplätze. Hier passen auch mal große Liner, passen hier hin. Jetzt laufe ich mit euch mal hier rum. Denn hier in dem Weg stehen wir. Da sind wir. Und ihr seht, auch unser Dickschiff passt hier locker hin. Also das funktioniert super. Und da steht unser neues Auto. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, hatte ich auf Instagram, hatte ich es schon mal angeteasert. Wir haben ein neues Auto. Ein Skoda Kodiaq RS. Als Zugfahrzeug richtig super. Ich hatte einfach keine Lust mehr auf den Bus. Wie ihr wisst, hatten wir da so das ein oder andere Problemchen mit und ja, wir hatten einfach keinen Doll mehr drauf. Vorzeit, wie gesagt, hatte ich schon abgebaut. Gestern, da war es nicht so knackig kalt hier und war auch alles trocken. Deswegen dann heute nochmal den schönen sonnigen Tag
genießen, wenn es dann morgen heißt, wir fahren nach Hause. Ja, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wir gehen jetzt noch ein bisschen spazieren mit dem kleinen Nero. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like dafür da. Würde ich mich riesig drüber freuen. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein erfolgreiches Jahr 2020. Und deswegen abonniert gerne den Kanal, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr nichts. Es geht ja jetzt auch noch zur CMT. Geht ja auch schon nächste Woche los. Und ich hoffe, dass ich das Video vorher noch hochgeladen bekomme. Und ich würde sagen, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.